Hallo Freunde und herzlich willkommen bei Lana Loca. Ich zeige euch heute, wie ihr einen magischen Ring bzw. einen Magic Ring häkelt. Also schnappt euch Wolle und Häkelnadel und los geht's. Ihr braucht natürlich wieder Wolle und eine passende Häkelnadel. Ich verwende wie immer meine Häkelnadel der Stärke 4 mm. Es gibt viele verschiedene Varianten, einen Magic Ring zu starten. Ich zeige euch jetzt die Variante, die mir am besten gefällt, die ich am einfachsten finde. Und zwar lege ich mir den Faden von innen in die Hand und halte den Faden mit dem Daumen fest und wickel den Faden dann einmal von oben um meine drei Finger, also um den Zeigefinger, den Mittelfinger und den Ringfinger. Und wenn ich wieder oben angekommen bin, dann lege ich den Faden jetzt nochmal von außen über die Hand und halte den Faden dann mit meinem kleinen Finger fest. Wie ihr seht, hat der Faden sich dann einmal überkreuzt. Ihr nehmt dann eure Häkelnadel, geht unter den ersten Faden durch und über den zweiten. Und den zweiten Faden, den holt ihr dann einmal nach vorne, dreht dann eure Hand um. Und jetzt müsst ihr schauen, dass ihr das Ganze fixiert, damit ihr den Faden nicht verliert. Da könnt ihr dann mit der anderen Hand das Ganze einmal festhalten. Und den Arbeitsfaden, den wickelt ihr dann ganz normal um euren Zeigefinger einmal drum. Um den Magic Ring zu fixieren, macht ihr jetzt noch eine Luftmasche. Und dann öffnet er sich auch nicht mehr, also dann ist er jetzt fixiert. Dann üben wir das Ganze jetzt nochmal und machen den Magic Ring nochmal auf. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert aus, aber wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, dann wird es ganz einfach. Also wir legen jetzt nochmal den Faden in unsere Hand, wickeln ihn dann einmal um die drei Finger drum, führen ihn von außen dann einmal bis nach hinten zum kleinen Finger durch. Und mit der Häkelnadel gehen wir dann unter den ersten Faden durch, über den zweiten und den zweiten, also den hinteren Faden, den ziehen wir jetzt nach vorne. Währenddessen drehen wir unsere Hand dann schon einmal um, fixieren die Schlaufe mit der anderen Hand, dass sich das nicht löst, und den Arbeitsfaden legen wir jetzt wieder ganz normal um unseren Zeigefinger drum. Dann machen wir jetzt noch eine Luftmasche, um den magischen Ring zu fixieren. Im Prinzip war es das jetzt auch schon. In der jeweiligen Anleitung, die ihr dann häkeln wollt, steht genau drin, wie es dann weitergeht mit welcher Maschenart. Ich zeige euch jetzt einmal, wie das dann aussehen würde mit festen Maschen. Also wenn ihr jetzt einen magischen Ring aus festen Maschen häkelt. Dazu mache ich jetzt in diesen Ring hinein einmal 6 feste Maschen. Und dann zeige ich euch gleich, wie der magische Ring dann geschlossen wird. So, ich habe jetzt 6 feste Maschen gehäkelt und jetzt nehme ich einfach diesen kurzen Faden und ziehe daran. Und dann seht ihr schon, dass der Kreis sich dann wunderschön schließt. Und um die Runde zu beenden, stecht ihr jetzt in die allererste feste Masche ein und macht dort einfach eine Kettmasche rein. Das heißt, ihr stecht da ein in die erste feste Masche, die wir gehäkelt haben. Dann holt ihr den Faden, zieht ihn durch diese Masche durch und auch direkt durch die Schlaufe, die wir auf der Häkelnadel haben. Das ist eine Kettmasche und somit habt ihr jetzt den Kreis komplett geschlossen und könntet jetzt eben mit der nächsten Runde anfangen. Ich ribbel das Ganze jetzt nochmal auf und zeige euch das alles nochmal von Anfang an, wie ihr den magischen Ring macht und ihn dann mit festen Maschen schließt.
Ich hoffe, die Anleitung war verständlich für euch. Falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar oder auch einen Like und ein Abo, darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Und schaut auch sehr gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Bis zum nächsten Mal!